Servus Freunde und ein frohes neues Jahr. Wir haben den Neujahrstag und ich bin rausgegangen, eine kleine Runde zu laufen. Ja, heute mal in heimischen Gefilden unterwegs. Ich schaue mir mal ein bisschen das Hochwasser an. Und euch nehme ich natürlich mit. Ja, die Straße, auf der ich unterwegs bin, ist direkt am Fähranleger von Orsoy-Rheinberg nach Duisburg-Walsum runter und stand letzte Woche noch total unter Wasser. Ich gucke mal, ob ich hier euch ein paar Bilder einblenden kann. Also, so viel Wasser habe ich hier tatsächlich auch noch nie erlebt gehabt. Das ist schon wirklich krass, wenn man da oben auf dem Deich die Kopfweiden sieht und dass vorige Tage das Wasser noch bis oben zur Kante stand. Abgefahren. So, und jetzt nehme ich euch noch mit für eine kleine Runde den Hasenpfad hier. Rheinberg-Iversal, nur ein kleines Stückchen weiter. Ja, das sind ungefähr, weiß nicht, 4 Kilometer und es regnet. Naja, macht nichts, Hauptsache draußen. Weiter geht's. Seit dem Sommer 2012 gibt es in Rheinberg-Iversal einen faszinierenden Rundwanderweg, der nicht nur für Kinder und Familien, sondern für alle Naturbegeisterten ein absolutes Highlight darstellt. Auf einer Strecke von 3,7 Kilometer nimmt euch der charmante Hase mit auf eine Entdeckungsreise, begleitet von insgesamt 8 informativen Schildern und einer tollen Tafel am See. Ja, auch da steht normalerweise das Wasser nicht. Da ist der Deich. Auf der rechten Seite dahinter ist der Rhein. Und hier hat sich jetzt schon eine ziemliche Seenlandschaft gebildet. Hier erfahrt ihr alles über das faszinierende Leben des Hasen, seine Ernährungsgewohnheiten und andere spannende Fakten zu seinem Lebensraum am Hasenpolder in Eversal. Der Parkplatz und der Start- und Zielpunkt des Hasenpfades ist in Rheinberg-Eversal an der Hausnummer Driesen 10a, wo bereits das erste Schild auf euch wartet. Doch der Hase präsentiert nicht nur sich selbst, sondern gibt auch Einblicke in seinen Lebensraum. Die großartige Tafel am See enthüllt, dass der Hase im Naturschutzgebiet Hasenfeld nicht allein lebt. Hier stellt er seine gefiederten Freunde vor. Und auf dem Schild gibt es auch tolle Informationen über den Deich. Wie sagt man so schön? Landregen? Keine gute Idee gewesen. Also, worauf wartet ihr noch? Schnürt eure Wanderschuhe, denn der Hasenpfad verspricht nicht nur Spaß, sondern auch ein lehrreiches Abenteuer. Daher eignet er sich perfekt für einen Ausflug mit den Eltern, Großeltern oder sogar der gesamten Klasse. Taucht ein in die faszinierende Welt des Hasen und erlebt Natur pur. Der Hasenpfad. Mehr als nur ein Spaziergang. Also ich kann sagen, ich bin froh, wenn die Tour gleich beendet ist. Wird auch langsam ein bisschen dunkel. Ah, ich bin gletschnass. So, auf dem Schild stand jetzt noch 900 Meter Endspurt. Oh Mann, ey. Falsche Kleiderwahl, definitiv heute. Nee, aber nicht schlimm. Ist nur Wasser, ne?
So Freunde, die Tour ist um. Ich bin klitschnass. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Und wie immer sage ich nur noch, Grüße gehen raus.